Hey, hallo zusammen. Ich hoffe, es ist alles klar bei dir. Das ist jetzt mal wirklich eine super coole Sache, die passiert ist. Björn Wegner wurde von KenFM interviewt und das Interview, das Telefoninterview, hat bereits nach einer Nacht über 17.000 Aufrufe. Björn Wegner, vielleicht erinnerst du dich daran, vor ungefähr einem Monat habe ich ihn auch hier interviewt. Kannst du gerne nochmal das Video reinziehen? Ich habe es auch hier in der Beschreibung verlinkt. Und jetzt deutschlandweite Bekanntheit durch KenFM. Wie ist das alles passiert? Also vor ein paar Wochen hat die Antifa hier in Münster enorm Stress gemacht. Und dann hat Miri Şimşek jemandem aus der Antifa gefragt, was ist eigentlich los bei euch? Warum seid ihr so dagegen? Und derjenige hat gesagt, hey, ihr glaubt KenFM ist Antisemit und er ist Verschwörungstheoretiker und deswegen ist das hier alles super schlimm und ihr unterstützt das alles. Man kann natürlich jetzt über KenFM geteilter Meinung sein. Ich denke, diese ganze Nummer mit KenFM beruht auch auf einem großen Missverständnis. Genauso wie in dieser Zeit so viele Missverständnisse da sind. Unfassbar. Kommunikation ist das große Thema. Auf jeden Fall hat dann KenFM diesen Beitrag gesehen und von Zensurium, der hat ein Video dazu gemacht, könnt ihr auch gerne alles nochmal reinziehen. So eine schöne Geschichte. Und jetzt hat KenFM einfach gesagt, hey, Münster ist ja eine coole Bewegung und es ist die Friedensstadt und die sind da friedlich, obwohl die enorm viele Angriffe haben, enorm viel Trubel haben, mache ich mal ein Interview. Dieses Interview hat jetzt über 17.000 Aufrufe, ist sehr schön geworden. Danke an Björn, dass du das so super gemacht hast. Danke an Ken Jebsen, dass du das Interview möglich gemacht hast, dass du den Björn da interviewt hast. Und ich hoffe, dass wir jetzt mehr Aufmerksamkeit kriegen und ich hoffe, dass wir uns auch mit anderen Städten verbinden können. Osnabrück, Bielefeld, Rhein, es gibt ja so viele Städte in der Umgebung, wo auch immer wieder Menschen sind, die jetzt, sag ich mal, nicht so ganz zufrieden sind mit dem, was passiert, oder die sich einfach zusammentun möchten. Die einfach, wie ich jetzt sagen, hey, lass uns eine neue Community bilden, lass uns für etwas sein, lass uns für den Frieden sein, für die Grundrechte, lass uns vernetzen. Und es gibt dieses schöne Wort, soziales Immunsystem. Lass uns das soziale Immunsystem aufbauen und Kontakt zu Menschen haben, die ähnlich denken wie wir. Aber auch zu Menschen, die anders denken. Und dann einfach in Dialog treten. Das passiert jetzt gerade und ich wollte einfach mal nur die Geschichte erzählen. Es gibt ja dann aus Goethe so ein Zitat, ich kann es nicht genau sagen. Es gibt die Kraft, die stets nur Böses will und doch nur Gutes schafft. Das finde ich super. Ich bedanke mich für die Aufmerksamkeit. Und wir sehen uns. Mach's gut.